1992 wird eine junge Mutter vor den Augen ihrer Kinder erschossen. Die Polizei tappt im Dunkeln. Dann kommt von der Familie ein überraschender Hinweis. Die Bundesermittler und regionale Behörden müssen gemeinsam ein Geflecht aus Geldwäsche, Drogen und Mord entwirren, um die Verantwortlichen dingfest zu machen. Zwei kleine Jungen waren die einzigen Zeugen des Mordes an ihrer Mutter. Diese schreckliche Tat erschien sinnlos und völlig willkürlich. Ich bin Jim Karlstrom, ehemaliger Leiter der FBI-Außenstelle in New York. Das Opfer, die Ehefrau eines bekannten Anwalts in Atlanta, trug auch ein Geheimnis mit sich. Das FBI glaubte, dass dieses Geheimnis der Grund für ihren Tod war. Sie hofften, durch seine Aufdeckung auch ihren Mörder zu finden. November 19, 1992, Atlanta, Georgia. Wie viele andere kehrt eine Frau nach Thanksgiving mit ihren Kindern nach Hause zurück. Ich freue mich schon auf zu Hause. Ihr auch? Die 39-jährige Sarah Tokars hatte das lange Wochenende mit ihren beiden Söhnen bei ihrer Familie in Florida verbracht. Ihr Ehemann, ein bekannter Anwalt und Richter, ist auf Dienstreise. Nach 9 Stunden Autofahrt erreichen sie ihr Haus in Marietta, einem Vorort von Atlanta. Das Haus ist dunkel, als sie in die Auffahrt biegen. Freut ihr euch? Aber es ist nicht leer. Zurück, keine Dummheiten. Sarah hat den Mann hinter der Garage nicht gesehen. Er ist bewaffnet. Er zwingt Sarah zurück in ihr Auto. Die verängstigte Frau hat ihren 6-jährigen und ihren 4-jährigen Sohn bei sich. Sie hat keine Wahl. Der Mann hält Sarah seine Waffe an den Kopf und zwingt sie, in Richtung Stadt zu fahren. Hier links. Sie folgt den Anweisungen. Sie soll auf ein verlassenes Grundstück fahren. Sarah weigert sich. Sie bittet ihn, ihre Kinder freizulassen. Hier rechts. Ich will da nicht reinfahren. Er schießt ihr ohne Warnung in den Kopf. Dann greift er ihre Handtasche und flieht, während das Auto weiterrollt. Die Kinder sind noch im Fahrzeug. Als es stehen bleibt, muss Sarahs 6-jähriger Sohn über die Leiche seiner Mutter greifen, um den Motor abzustellen. Er schnallt seinen verschlafenen Bruder ab und läuft mit ihm zum nächsten Haus. Die Bewohner rufen den Notruf. Beamte reagieren auf die Meldung eines möglichen Mordes im Bereich Powers Road. Die Cobb County Police wird alarmiert. Mordermittler treffen am Tatort ein und Beamte durchsuchen die Gegend nach dem Schützen. Sie beraten sich vor Ort. Was ist passiert? Die zwei kleinen Jungen, die bei der Tat dabei waren, identifizieren das Opfer als ihre Mutter, Sarah Tokars. Ihr Vater, Fred Tokars, ist auf Dienstreise. Die Beamten versuchen bereits, ihn zu erreichen.
Kriminaltechniker untersuchen das Fahrzeug vor Ort. Es könnten außerhalb und innerhalb des Autos Spuren zu finden sein. Ein Schuss wurde abgefeuert. Die Untersuchung bestätigt die Aussagen der Jungen. Der Schütze saß direkt hinter Sarah Tokars, als er abdrückte. Das ist soweit alles. Die Anordnung der Blutspritzer lässt auf eine Schrotflinte schließen. Die Detectives wissen, dass es schwierig ist, von so jungen Zeugen detaillierte Informationen zu erhalten, besonders nach so einem traumatischen Erlebnis. Der Ältere, 6 Jahre alt, versucht sein Bestes. Er beschreibt den Mörder als Afroamerikaner mit Jeans, Sweatshirt und Mütze. Genauer kann er ihn nicht beschreiben. Er weiß nicht, in welche Richtung der Mörder geflohen ist. Aber er beschreibt die Waffe als Piratenpistole, wie er sie aus dem Fernsehen kennt. Wir rufen euren Papa an. Die Detectives wissen nicht genau, was er damit meint. Vielleicht ergibt die Autopsie mehr. Bis der Vater sich meldet, bleiben die Kinder in der Obhut von Verwandten, die in der Gegend wohnen. Die Polizei überprüft das Kennzeichen des Autos der Mutter und findet so die Adresse der Familie heraus. Die Beamten setzen ihre Ermittlungen beim Haus der Tokars fort, wo die Entführung begann. Fotografieren die Tür. Neben der Glasschiebetür am Wohnzimmer liegt ein Sicherungsstab. Vermutlich ist der Mörder an dieser Stelle eingebrochen. Die Alarmanlage ist ausgeschaltet. Hiervon ein paar Fotos. Der Alarm ging nicht los, als der Mann einbrach. Schnell entwickeln, bitte. Vielleicht hatte Sarah bei ihrer Heimkehr einen Einbrecher überrascht. Der Einbrecher hatte keine Spuren oder Hinweise auf seine Identität im Haus der Tokars hinterlassen. Der damalige leitende Ermittler Arthur Allred aus Cobb County erinnert sich. Wir wussten zu diesem Zeitpunkt nicht genau, was eigentlich passiert war. Warum in dieser eher wohlhabenden Wohngegend? Das war eine Mutter mit 2 Kindern. Diese Art Verbrechen gab es in dieser Gegend nie. Das Schlimmste, was hier passierte, war Sachbeschädigung. Also waren wir anfangs verdutzt, warum so etwas gerade hier geschah. Sarahs älterer Sohn beschreibt den Mörder seiner Mutter für eine Phantombildzeichnung. Das Bild eines dünnen Afroamerikaners mit Strickmütze wird veröffentlicht. Doch die Beschreibung des 6-Jährigen ist für weitere Hinweise zu ungenau. Der Ehemann des Opfers, Fred Tokars, wird in seinem Hotel in Montgomery, Alabama, kontaktiert. Er kehrt sofort nach Atlanta zurück. Als Strafverteidiger weiß Tokars, dass er als Verdächtiger in Frage kommt. Zum Gespräch mit den Behörden bringt er seinen Anwalt mit. Die Vertraulichkeit muss gewahrt bleiben. Sein Alibi wird schnell bestätigt, sodass die Polizei anderen Spuren nachgehen kann. Wir müssen diese Fragen stellen. Es bestätigt sich, dass Tokars zum Tatzeitpunkt in Alabama war. Warum und wie lange? Er hatte einen Mandanten im Gefängnis von Montgomery besucht. Die Kinder mussten zur Schule. Der trauernde Ehemann versichert, dass er und Sarah glücklich verheiratet waren. Familie? Ich beantworte alle Fragen, ich will aber alles über den Fall wissen. Er würde alles tun, um ihren Mörder zu finden. Wir müssen hier unsere Arbeit machen. Okay, Leute. Tokars führt die Detectives durch das Haus. Seiner Kenntnis nach waren die Türen abgeschlossen und verriegelt, als er nach Montgomery aufbrach.
Die Alarmanlage hatte er absichtlich nicht eingeschaltet, weil am Wochenende ein Monteur den Warmwasserboiler reparieren sollte. Vorsichtshalber. Türkas führt die Detectives in den Keller, wo er sein Arbeitszimmer hat. Nehmt euch Zeit und schaut euch um. Er sagt, dass er immer etwa 1500 Dollar im Safe aufbewahrt. Dieser steht offen und ist leer. Ich hatte da drin etwas Geld. Die Kombination ist auf einem versteckten Zettel notiert. 1000 für die Reise. Nur er und seine Frau wissen davon. Vielleicht hatte Sarah das Geld für die Reise nach Florida genommen. Es ist jedoch auch möglich, dass der Einbrecher die Kombination entdeckt und das Geld entnommen hatte. Scheint alles okay zu sein. Tokas kann nicht genau sagen, ob und wie viel Geld fehlt. Okay. Die Polizei kann in dem Haus keine weiteren Spuren finden, die auf den Mörder hindeuten. A lot of people were frightened. Die Leute hatten Angst. Es schien einfach unbegreiflich, dass so etwas einer Mutter direkt vor den Augen ihrer Kinder hier in dieser Gegend geschehen könnte. Wir standen unter großem Druck, ihren Mörder zu finden. Ron, wie geht's? Die Polizei hofft, dass der Gerichtsmediziner neue Erkenntnisse liefert. Kenne ich. Gleich fertig. Die Laboruntersuchung ergibt, dass Sarah mit einer Flinte des Kalibers 4.10 erschossen wurde. Ein solches Gewehr sieht mit abgesägtem Lauf einer Piratenpistole ähnlich. Im Fahrzeug finden sich nur Spuren des Geschosses. Vielleicht Kaliber 4.10 oder 20. Es wurde keine Patronenhülse ausgeworfen. Deshalb ist ein späterer Abgleich mit einer eventuell sichergestellten Waffe unmöglich. Vielleicht 4.10. An der Leiche befinden sich keine Haare, Fasern oder Fingerabdrücke einer anderen Person. Der anonyme Mörder hat keine Spuren hinterlassen. Buddy Parker, ehemaliger Vertreter der US-Generalstaatsanwaltschaft in Atlanta, war von dem Mord entsetzt. Wir hatten an dem Morgen eine Besprechung über die Tragweite dieses Mordes. Es war die Ehefrau von Fred Tokars, einem bekannten Mitglied der Anwaltschaft in Atlanta. Er war ehemaliger stellvertretender Staatsanwalt in Fulton County. Ich kannte Fred Tokars als Strafverteidiger in einem Fall, den wir zu der Zeit bearbeiteten. Dabei ging es um einen Drogenhändler. Fred Tokars lukrative Tätigkeit als Strafverteidiger bringt ihn in Kontakt zu vielen Drogenhändlern, die auf Bundesebene angeklagt sind. So ein Mord hat selten ein einfaches Motiv. Der Fall würde nicht leicht werden. Am folgenden Tag tauchen zwei Frauen in der Polizeiwache von Cobb County auf. Schick sie rein. Sarah Tokars Schwester und ihre Cousine wollen den Detectives eine Akte zeigen. Sarah hatte ihrer Schwester diese Akte 3 Jahre zuvor anvertraut. Wissen Sie, was das ist? Infos über Freunde ihres Mannes. Sie hatte versprochen, die Akte zur Polizei zu bringen, falls Sarah etwas geschehen sollte. Sie gab sie mir zur Sicherheit, falls etwas passieren sollte. Die Akte enthält eine Liste und Kontoauszüge von Fred Tokars Bankkonten. Vor über 3 Jahren. Wie lange wussten Sie? Die Frauen deuten an, dass die Papiere etwas mit Sarahs Scheidungswunsch zu tun haben. Unsere Familien sind befreundet seit... Die Ehe ihrer Schwester war nicht so glücklich, wie Fred die Ermittler glauben machen will. Kann sein, aber ich weiß, was du getan hast. Sarah wollte die Scheidung. Aber immer wenn sie das Thema ansprach, drohte er, das alleinige Sorgerecht für die Kinder zu erwirken. Mama, lass uns gehen. Okay, Jungs, jetzt hört zu. Sarah saß in der Klemme. Scheidung? Dann siehst du die Kinder nie wieder. Um sich gegen Fred durchzusetzen, brauchte sie ein Druckmittel. Für den Fall einer Scheidung. Nach dem Streit kopierte Sarah heimlich einige Akten ihres Mannes und übergab sie ihrer Schwester. Das ist lange her. Sie vermutete, dass darin illegale Aktivitäten ihres Mannes zu finden waren. Falls das stimmte, wären diese Akten ihre einzige Handhabe gegen ihn. Die Ermittler überprüfen die Akten gründlich.
Vielleicht helfen sie dabei zu klären, ob der Tod das Ergebnis eines schiefgegangenen Raubüberfalls oder doch ein sorgsam geplanter Mord war. Die Detectives in Cobb County bitten die FBI-Außenstelle in Atlanta um Hilfe. Vielleicht kann Special Agent Michael Twible anhand von Fred Tokars Kontoauszügen eine Verbindung zu dem Mord erkennen. We were contacted by the Cobb County. Die Kollegen aus Cobb County kontaktierten uns wegen einiger Dokumente, die sie von Sarah Tokars Schwester und Cousine erhalten hatten. Die Papiere belegten, dass Herr Tokars, ihr Ehemann, Konten und Firmenanteile im Ausland besaß. Agent Twible und sein Team werden einige Zeit brauchen, um die Akten durchzusehen, Namen und Zahlen zu überprüfen und eventuelle Zusammenhänge zu dem Mord zu finden. Am 3. Dezember 1992, vier Tage nach dem Mord, wird Sarah Tokars beigesetzt. Ihre zwei Kinder haben ihre Mutter verloren. Die Ermittler haben immer noch keine Spur zu ihrem Mörder. Der Täter ist weiterhin auf freiem Fuß. Ich fahre zur Wache. Okay. Ende 1992 suchen FBI und Polizei weiterhin nach dem Mörder von Sarah Tokars, der Frau eines bekannten Anwalts aus Atlanta. Sie wurde vor den Augen ihrer Kinder erschossen. Sarahs sechsjähriger Sohn hatte den Ermittlern in Cobb County, Georgia, eine vage Beschreibung des Täters gegeben, aber sie hatten keine Spur. Kopien der Kontoauszüge ihres Ehemannes werden zur Überprüfung an die FBI-Außenstelle in Atlanta übergeben. Special Agent Michael Twible hofft, darin mögliche Verbindungen zu dem Mord zu finden. Aus den Dokumenten erfuhren wir, dass Herr Tokars im Ausland Bankkonten und Firmenbeteiligungen besaß. Und zwar nicht nur auf den Turks- und Caicos-Inseln, sondern auch auf Montserrat und den Bahamas. Diese Dokumente zeigten auch, dass er mit Hilfe von Strohmännern zahlreiche Firmen im Großraum Atlanta gegründet hatte. Diese Strohmänner gründen gegen Bezahlung Firmen auf ihren Namen. Die Firmen dienen zur Geldwäsche. Fred Tokars wurde zwar nie der Geldwäsche beschuldigt, aber er ist ein Experte auf diesem Gebiet. Buddy Parker, ehemaliger Vertreter der US-Generalstaatsanwaltschaft in Atlanta, weiß, dass Tokars auch eine Zulassung als Steuerberater besitzt. Fred Tokars war unter Juristen in Atlanta gut bekannt, als jemand, der sich als Experte für Geldwäsche profilierte. Tatsächlich beriet er sogar die Staatsbehörden in Georgia zum Thema Geldwäsche. Stan. Fred. Hey. Die Finanzen eines solchen Mannes zu überprüfen, wird nicht leicht werden. Das muss draußen sein. Er ist beliebt und in Atlanta sehr gut vernetzt. Er war nicht nur in Cobb County sehr bekannt, sondern auch in Politikerkreisen. Er war bereits tätig als Amtsrichter und er war Staatsanwalt in Fulton County. Er hatte viele Freunde in der Politik und er half vielen Leuten bei ihren Wahlkämpfen auf kommunaler und bundesstaatlicher Ebene. Ich frage mich, ob einer ihrer... Die Ermittler treffen erneut Tokars und seinen Anwalt. Mandanten dahinter steckt. Ich mache das in Teilzeit. Sie vermuten, dass der Mord eventuell mit seiner Geschäftstätigkeit zu tun haben könnte und befragen ihn zu seinen Mandanten. Hat ihre Frau jemals irgendjemanden erwähnt? Er räumt ein, dass viele von ihnen Drogenhändler und in gefährlichen Kreisen tätig sind. Ich muss meine Aufzeichnungen durchsehen. Einer der Mandanten galt als großer Kokainhändler im Raum Atlanta. Der Dealer war nach Detroit zurückgegangen, nachdem ein anderer Mandant von Tokars ihn aus der Gegend vertrieben hatte.
Kurz danach wurde er vor dem Haus seiner Mutter erschossen. Die Mordwaffe, eine Pistole, die in einer Gasse in der Nähe gefunden wurde, stammte aus einem Waffengeschäft nördlich von Atlanta. Tokars deutet an, dass die Freunde des Dealers, vielleicht auch seine Mörder, Sarah getötet haben könnten, um ihn als Anwalt einzuschüchtern. Wir können etwas arrangieren. Die Detectives erwirken einen Durchsuchungsbeschluss für Tokars Büro. Sie suchen nach Verbindungen zu dem Mord. Danke. Die Detectives und Steuerfahnder sehen alle Dokumente gründlich durch. Sie beschlagnahmen Akten und Terminkalender der vergangenen Jahre, aber sie finden keine Verbindungen zu dem Mord. In Tokars Terminkalendern finden sie Aufzeichnungen über seine Auslandskonten. Auf diesen Konten ist wesentlich mehr Guthaben, als Tokars bei seiner Steuererklärung angegeben hatte. Es scheint, als würde Fred Tokars seine Kenntnisse über Geldwäsche zu seinem eigenen Vorteil nutzen. Die Ermittler treffen sich mit Vertretern der US-Generalstaatsanwaltschaft in Atlanta. Es gibt einige Unstimmigkeiten, da sollten wir ansetzen. Sie vermuten, dass Fred Tokars mehr als nur Geldwäsche betrieben hatte. Dieser L. Brown besitzt mehrere Nachtclubs. Money laundering was already on our radar screen, if you will. Wir hatten bereits Geldwäsche vermutet. Jetzt hatten wir Beweise für Auslandskonten. Damit hatten wir genug in der Hand, um eine offizielle Ermittlung gegen Fred Tokars einzuleiten. Lächerlich! Parker erfährt, dass die DEA im August 1992 einen von Tokars Mandanten verhaftet hatte. Ich bin Geschäftsmann. Sein Name ist Anthony Brown. Was soll das alles? Brown ist als Kokaindealer in Atlanta berüchtigt. Am Vortag hatten die Agents einen seiner Kuriere in Texas abgefangen und mehr als 100 Kilogramm Kokain sichergestellt. Im Kofferraum von Browns Auto fanden sie $50,000 in bar. Sie fanden auch Papiere, die belegten, dass Fred Tokars nicht nur Browns Strafverteidiger war. Er hatte für den Drogendealer auch die Gründung eines Nachtclubs in Atlanta übernommen. Die Ermittler vermuteten, dass dieser Nachtclub zur Geldwäsche für Browns Drogenschmugglerring diente. DEA-Agent Jeff Dallman war bei Browns Verhaftung dabei gewesen. Parker hofft, dass seine Ermittlungen bei der Aufklärung des Mordes helfen. Im Nachgang des Mordes an Frau Tokars wurde die Vergangenheit ihres Mannes näher durchleuchtet. Seine Tätigkeiten der vergangenen Jahre wurden aufgedeckt. Er arbeitete mit mehreren Drogenhändlern im Großraum Atlanta zusammen. Mrs. Sattler, hallo. Die Ermittler wollen dieser Zusammenarbeit auf den Grund gehen. Haben Sie kurz Zeit? Die Polizei fragt erneut Tokars Nachbarn, ob ihnen noch etwas eingefallen ist. War am Sonntagabend. Eine Freundin bestätigt, dass Sarah sich scheiden lassen wollte, aber Angst vor ihrem Mann hatte. Eine schreckliche Tragödie. Klingt gut. Vielleicht schaffen wir das. Kurz vor ihrer Ermordung hatte Sarah ihr anvertraut, dass sie verdächtige Dokumente entdeckt hatte. Laut der Nachbarin sollten das nicht nur Listen von Auslandskonten gewesen sein, sondern stärkere Beweise für Straftaten. Hey, ich rufe gleich zurück. Ja, in ein paar Minuten. Ungefähr anderthalb Wochen vor ihrer Ermordung sagte Sarah Tokars, dass sie nun die Oberhand hatte und Aufzeichnungen entdeckt hatte, die Fred der Steuerhinterziehung überführen würden. Sie wollte mit diesen Unterlagen ihre Scheidung durchsetzen. Falls Sarah ihren Mann mit den Beweisen konfrontiert hatte, wäre das ein Mordmotiv. Gibt es Gründe? Die Ermittler stoßen auch auf den Namen eines Privatdetektivs.
Ich möchte mit Ihnen reden. Diesen Privatdetektiv hatte Tokas engagiert, um Kontakte zu Drogendealern herzustellen und Hilfe bei der Geldwäsche anzubieten. Er ist auch, zusammen mit Tokas, als Miteigentümer eines weiteren Nachtclubs in Atlanta eingetragen, Special Agent Michael Twible. Er war als Eigentümer verzeichnet. Aber unsere Ermittlungen ergaben, dass er nur ein Strohmann war. Er gab seinen Namen als Eigentümer des Nachtclubs her, obwohl er das eigentlich nicht war. Fred Tokars hatte das ganze Konstrukt aufgebaut. Dem Privatdetektiv zufolge wandte sich Tokars an Drogendealer wie Anthony Brown, die viel Bargeld, aber keine Anlagemöglichkeit hatten, ohne dass die Steuerfahndung Verdacht schöpfte. Tokars, ein Geldwäscheexperte, bot ihnen an, ihre Gewinne aus dem Drogenhandel auf Auslandskonten anzulegen und in Nachtclubs zu investieren, wo hauptsächlich Bargeld umgesetzt wird. Das Geld kann dann durch diese Umsätze gewaschen werden. Die Geldwäsche funktioniert so. Man zahlt Künstlern, die dort auftreten, auf dem Papier ein Honorar von $15.000, aber gibt ihnen tatsächlich nur 5.000 in bar. Tokars verdient bei jeder Transaktion tausende Dollar. Er wusste genau, wie diese Leute ihr Geld verdienten, dass sie Drogendealer waren. Er eröffnete für sie Firmen, zumeist Nachtclubs, in denen Bargeld umgesetzt wurde. Da konnten sie ihre Drogengewinne durchschleusen und waschen. Die Behörden vermuten, dass Fred Tokars Verbindung zu Drogenhändlern zur Ermordung seiner Frau führte. Aber die Details sind unklar. Zurück ins Auto, los! Auch fast zwei Wochen nach dem Mord an Sarah Tokars ist der skrupellose Täter immer noch nicht gefasst. Fahr zurück, Beeilung! Schusswunde am Hinterkopf. Im Dezember 1992 laufen die Ermittlungen weiterhin auf Hochtouren. Aber es gibt immer noch keine eindeutige Spur, die zum Schützen führt. Eine ganze Menge. Kurz vor ihrer brutalen Ermordung hatte Sarah Papiere entdeckt, von denen sie glaubte, dass sie Straftaten ihres Ehemanns belegen würden. Buddy Parker, ehemaliger US-Bundesanwalt, vermutet, dass Sarah ihren Mann damit erpresst hatte, um eine Scheidung durchzusetzen. Wir fingen langsam an zu glauben, dass Sarah Tokars zum Schweigen gebracht wurde. Sie sollte nichts über die Geldwäschegeschäfte ihres Mannes ausplaudern. Fred Tokars verteidigt gewalttätige Drogendealer nicht nur vor Gericht, er macht mit ihnen auch Geschäfte. Die Ermittler haben jetzt Beweise, dass Tokars in mehreren Nachtclubs Drogengelder wäscht. Wenn seine Ehefrau das offengelegt hätte, hätten er und seine Kunden viel zu verlieren gehabt. Das FBI schaut sich die Nachtclubs des Anwalts genau an. Special Agent Michael Twible muss sich auf der Suche nach einer Verbindung Tokars zum Mord durch riesige Aktenberge wühlen. Wir sahen uns Handels- und Firmenregister, Ausschanklizenzen, Gewerbeanmeldungen aller Firmen an, die auf Tokars Namen liefen. Wir ermittelten die tatsächlichen Besitzer dieser Nachtclubs. Große Drogenhändler wie Al Brown bringen das Geld mit. Ein Strohmann kauft den Nachtclub und Tokars fädelt das Geschäft ein. DEA-Agent Jeff Dorman. Sie vertrauten Tokars nicht bei der Geldwäsche über Auslandskonten. Das war ihnen zu kompliziert. Sie wollten ihr Geld nicht aus den Händen geben, wollten es täglich um sich haben, Autos damit kaufen. Also wurde das Geld durch den Betrieb der Nachtclubs gewaschen. Die Agents befragen Angestellte der Nachtclubs.
Mit der Zeit können sie die Struktur erkennen, die Besitzer und Gewinne offenlegen. Für Buddy Parker ist das wie ein kompliziertes Puzzle. Haben Sie jemals etwas von Geldwäsche bemerkt? Durch Insider erhielten wir einen genauen Einblick in die Strukturen dieses Geldwäschesystems. Einige der beteiligten Drogenhändler ließen sich auf einen Deal mit uns ein und erklärten sich zu einer Aussage bereit. Aber es gibt keine Spur zu Saratokas Mörder. Nach Monaten gelingt der Cobb County Police endlich der Durchbruch. Er hat uns ungedeckte Schecks ausgestellt. Ein Detective bekommt einen Tipp von seinem Bruder, der als Deputy in Fulton County arbeitet. Der Deputy erinnert sich, Fred Tokas Namen in der Akte eines Mannes gelesen zu haben, auf den ein Haftbefehl ausgestellt ist. Der Mann ist der wegen Scheckbetrugs gesuchte Eddie Lawrence. Tokas hatte Eddie Lawrence nie als einen seiner Geschäftspartner erwähnt. Es wird schnell klar, dass Lawrence und Tokas mehrere Geschäfte miteinander betreiben. Darunter sind Baufirmen und Hypothekenbanken. Tokas hatte Lawrence auch schon mehrmals vor Gericht verteidigt. Ob sie zu etwas führt, ist fraglich, aber es ist endlich eine Spur. Eddie Lawrence bekam durch Fred Tokars Zugang zu den angesehensten Bürgern der Stadt. Fred nahm Eddie mit zu den größten Wahlkampfveranstaltungen. Eddie war recht ansehnlich und er fügte sich gut in die High Society ein. Auf Cocktailpartys war er redegewandt und blamierte sich nicht vor diesen Leuten. Er genoss diesen Lebensstil. Und Fred Tokars hatte ihn dorthin gebracht. Ein paar Tage später erklärt sich der junge Geschäftsmann zu einer Befragung bereit, nachdem die Polizei herausfand, dass er am Tattag mit Tokars telefoniert hatte. Eddie Lawrence sagt aus, dass er seit fast einem Jahr mit Fred Tokars im Geschäft ist. Die Anrufe wären alle geschäftlicher Natur. Von Mord wisse er angeblich nichts. Die Detectives verhaften Lawrence wegen des Scheckbetrugs und lassen ihn unter Auflagen wieder frei. Sie wollen sehen, wie Tokas Geschäftspartner reagieren, wenn sie von Lawrence Befragung erfahren. Ich war schockiert, als ich von ihrem Tod hörte. Der Plan geht auf. Eine Informantin meldet sich. Was gibt es? Auf der Straße geht das Gerücht um, dass Eddie Lawrence vor Saratokas Ermordung einen Auftragskiller gesucht hatte. Er hatte eine seiner Angestellten dazu gedrängt, ihm bei der Suche nach jemandem zu helfen, der für ihn eine Frau töten sollte. Die Angestellte nannte Lawrence einen Namen, Curtis Rower. Das habe ich doch gesagt. Rower war ein Drogenabhängiger mit vielen Vorstrafen inklusive bewaffnetem Raub. Er brauchte Geld. Vielleicht wäre er interessiert. Auch wenn die Informantin Fred Tokars nicht namentlich erwähnt, haben die Ermittler jetzt eine Verbindung zwischen dem Ehemann, Eddie Lawrence, und einem Auftragskiller. Die Detectives vernehmen Eddie Lawrence. Stimmt nicht. Wir haben Informationen. Sie befragen ihn nach seiner Beziehung zu Tokars. Kürzlich hätten sie versucht. Warum sollte ich? Er bestreitet eine Beteiligung. Jemanden beauftragen? Die Beamten glauben ihm nicht. Wir haben einen Haftbefehl. Am 16. Dezember 1992 nimmt die Polizei Eddie Lawrence erneut fest. Eine Kaution ist wegen des Fluchtrisikos ausgeschlossen. Die Beamten wollen ihn in Gewahrsam haben, wenn sie Curtis Rower schnappen. Die Detectives erwirken sofort einen Haftbefehl und einen Durchsuchungsbeschluss für das Haus, in dem Rower gerade wohnt. Sie rücken vorsichtig vor.
Wenn Rower fähig war, kaltblütig eine wehrlose Frau zu töten, ist es schwer einzuschätzen, wie er in Bedrängnis agiert. Am 22. Dezember 1992, drei Wochen nach dem Mord an einer zweifachen Mutter, umstellt die Cobb County Police ein Haus, um Curtis Rower, den Tatverdächtigen, festzunehmen. Was wollen Sie? Mrs. Rover, ich bin Detective Hunt. Die Frau weiß nicht, ob Rower im Haus ist. Eine erste Durchsuchung verläuft ergebnislos. Aber die Beamten bleiben auf der Hut. Ein Beamter hört aus einem Zimmer ein Geräusch. Curtis, Sie sind unter dem Bett. Zeigen Sie Ihre Hände. Es ist Curtis Rower. Ich will die Hände sehen. Er ist unbewaffnet. Liegen bleiben. Gesicht nach unten. Rauskommen. Liegen bleiben. Hände auseinander. Rower wird festgenommen und wegen Mordes angeklagt. Die linke Hand. Er behauptet, von Eddie Lawrence, Fred Tokars Geschäftspartner, $5,000 für die Ermordung von Sarah Tokars angeboten bekommen zu haben. Aber er hätte sich das nicht getraut. Deshalb hätte Lawrence sie selbst umgebracht. Rower gibt die Entführung der Familie zu. Hier links. Aber dann habe er nicht abdrücken können, als das Fahrzeug anhielt. Eddie Lawrence soll angerannt gekommen sein und ihn zum Schießen aufgefordert haben. Tu es, gib her! Lawrence habe nach dem Gewehr gegriffen und ein Schuss habe dann Sarah Tokars getötet. Dann seien beide Männer in Lawrence Auto geflohen. Die Polizei zweifelt diese Version des Tathergangs zwar stark an, aber es gibt nur einen Zeugen, der sie widerlegen könnte, Sarahs Sohn. Er sah nur einen Schützen. Falls Eddie Lawrence Rowers Geschichte nicht bestätigt, muss der Junge den Täter in einer Gegenüberstellung identifizieren. Eddie Lawrence wird wegen Verschwörung zum Mord angeklagt. Aber Lawrence äußert sich nicht zu Rowers Aussage. Die Cobb County Police informiert Fred Tokars, dass Eddie Lawrence und Curtis Rower wegen des Mordes an seiner Frau angeklagt werden. Eddie Lawrence. Die Nachricht erreicht ihn im Haus seiner Schwiegereltern in Florida, wo er mit seinen Söhnen die Weihnachtsfeiertage verbringt. Who's on the phone? Wer war das? Die Polizei. Sie haben jemanden verhaftet. Gott sei Dank. Später sagen seine Verwandten aus, dass er von der Nachricht nicht erleichtert schien. Er wirkt entmutigt. Die Festnahmen von Lawrence und Rower machen landesweit Schlagzeilen. Tokars steht auch im Mittelpunkt des Medieninteresses, aber er äußert sich nicht. Weil sich die Aussage des Verdächtigen nicht mit der Zeugenaussage des Sohnes deckt, soll der Sechsjährige den Täter bei einer Gegenüberstellung identifizieren. Du wirst jetzt gleich ein paar Männer sehen. Die Polizisten erklären ihm, dass er die Männer zwar sehen kann, sie ihn aber nicht. Der Einwegspiegel verhindert das. Als der Junge bereit ist, werden die Männer hereingelassen. Alle entsprechen in etwa seiner Beschreibung des Mörders. Okay, Michael. Ist einer dieser Männer? Er soll sich ruhig Zeit lassen. Nimm dir Zeit. Sieh genau hin. Es bringt jedoch nichts. Der Junge ist entweder noch zu klein oder zu verängstigt, um sich genau erinnern zu können. Als Verwandte Fred Tokars in Florida über die Neuigkeiten informieren wollen, ist er unauffindbar. Fred
Fred hatte das Haus seiner Schwiegereltern verlassen und war ins Hotel zurückgekehrt. Dort hatte ihn niemand gesehen. Am nächsten Morgen riefen sie ihn an, aber er nahm nicht ab. Sarahs Vater eilt besorgt zu dem Hotel. Fred Tokars hatte mit Bier eine Überdosis Schlaftabletten geschluckt. Die Hotelmanagerin ruft einen Krankenwagen. Ja, ein Notfall im Golden Beach Hotel Zimmer 2. Er hatte versucht, sich das Leben zu nehmen, nachdem er von der Festnahme seines Geschäftspartners Eddie Lawrence gehört hatte. Sarahs Vater findet einen handschriftlichen Brief von Fred Tokars auf dem Nachttisch. Fred Tokars hatte ausführlich niedergeschrieben, dass er das durch seine Machenschaften entstandene Leid bedauert. Er schrieb, dass Sarah eine großartige Frau war. Dann schluckte er einen Tag vor Heiligabend eine Handvoll Schlaftabletten. Eine tödliche Dosis. Fred Tokars liegt schwachatmend auf dem Bett. Falls er stirbt, stirbt vermutlich die Wahrheit über den Mord mit ihm. Halte durch. Ja, ein Notfall. Ende Dezember 1992. Fred Tokars, einst angesehener Anwalt in Atlanta, jetzt Verdächtiger für den Mord an seiner Frau, liegt regungslos in einem Hotelzimmer in Florida. Er hatte eine Überdosis Schlaftabletten geschluckt. Er wird in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und überlebt. Danke, dass Sie gekommen sind. Nach seiner Entlassung gibt er eine Pressekonferenz. Es war sehr hart für mich und meine Kinder. Er sagt, dass er depressiv sei und dem medialen Druck nicht mehr standhalten könne. Wer es getan hat. Um Ruhe vor den Medien zu haben, habe er bereits seinen Wohnsitz nach Florida verlegt. Eine Lösung, aber ich... Aber er glaube, dass die Gerechtigkeit bald siegen würde. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Tokars, was sagen Sie zur Festnahme von Eddie Lawrence? Das FBI glaubt auch, dass die Gerechtigkeit bald siegen würde. Überzeugt, dass Fred Tokars seinen Geschäftspartner Eddie Lawrence überredet hatte, einen Mörder für seine Frau anzuheuern, wenden die Ermittler ein Bundesgesetz an. Das sogenannte RICO-Gesetz richtet sich gegen organisierte Kriminalität. Um zu belegen, dass Sarah Tokars zur Verschleierung der illegalen Aktivitäten ihres Ehemannes ermordet wurde, müssen diese Aktivitäten genau dargelegt werden. Die RICO-Statute. Das RICO-Gesetz richtet sich gegen Täter, die alle möglichen Arten von Verbrechen begehen. Das muss nicht unbedingt immer gleichzeitig geschehen, aber alle zusammen bilden damit eine kriminelle Vereinigung zur persönlichen Bereicherung. Okay, danke für dieses Treffen. Ein Geschworenengericht benennt ihn als Mitverschwörer in dem Mordfall. Eddie Lawrence sitzt seit 7 Monaten in Untersuchungshaft und schweigt beharrlich. Die Ermittler hoffen, dass er nun bereit ist, gegen Tokars auszusagen. Hallo. Parker hier. Wenig später erhält die Bundesanwaltschaft in Atlanta einen Anruf aus dem Gefängnis. Eddie Lawrence will kooperieren und damit sein Strafmaß mildern. Lawrence will reden. Es gibt viel zu tun. Dann los. Lawrence soll seine lang erwartete Aussage an einem sicheren Ort in Georgia machen. Der Ort wird per Luftüberwachung gesichert. DEA-Agent Jeff Dahlman ist Teil des Sicherheitsteams. Wir waren schon vor Lawrence' Ankunft vor Ort. Der Treffpunkt wurde geheim gehalten. Die einzigen, die zu dieser Zeit Lawrence' Aufenthaltsort kannten, waren die Kollegen vom Cobb County Police Department.
Lawrence war ein wichtiger Zeuge und seine Sicherheit hatte oberste Priorität. Er war früher Staatsanwalt. In einem gesicherten Haus erzählt Eddie Lawrence den Ermittlern, dass er und Tokas nicht nur zusammen Baufirmen betrieben, sondern auch Drogengeld wuschen. $900,000. Ein paar Drinks. Lawrence erklärt FBI Special Agent Michael Twible die Masche. Tokas wollte, dass er in Nachtclubs Drogenhändler ansprechen und ihnen seine Dienste anbieten sollte. Ich weiß. Dafür beteiligte er Eddie Lawrence an mehreren Unternehmen. Ja, das machen wir später. Lawrence verdankte Tokas alles. Er schuldete dem Anwalt auch noch $70,000. Fred Tokars wendete sich an Eddie Lawrence und deutete an, dass Sarah sich scheiden lassen und ihm alles wegnehmen wollte. Er wollte das nicht zulassen. Sie sollte nichts bekommen. Deshalb wollte er sie töten lassen. Zuerst lehnte Lawrence ab. Mit Mord wollte er nichts zu tun haben. Lawrence sagte, lass sie doch das Haus, die Kinder und die Autos haben. Tokas antwortete, nein, ich habe viel zu hart dafür gearbeitet. Lawrence sagt, dass Tokas den Mord schon seit Monaten geplant hatte. Zuerst sollte sie in seinem Büro erschossen werden, dann entschied er sich für ihr Zuhause. Das Geld sollte ins Ausland. Tokas sollte Lawrence $25,000 für den Mord zahlen. Viel mehr Geld. Tokas wollte zur Tatzeit nicht in der Stadt sein. Lawrence sollte in das Haus einbrechen und Sarah vor den Augen der Kinder ermorden. Das war eigenartig. Tokas meinte gegenüber Lawrence, dass es den Kindern nichts ausmachen würde, die Ermordung ihrer Mutter zu sehen. Das konnte ich einfach nicht. Lawrence war dafür nicht kaltblütig genug, deshalb engagierte er Curtis Rower. Tu es für mich. Nachdem Rower Sarah Tokas erschossen hatte, fuhr ihn Lawrence vom Tatort weg. Beeilung, rein da! Da er kooperiert hat, wird Lawrence für die Planung des Mordes zu 12,5 Jahren Haft verurteilt. Der von ihm engagierte Killer, Curtis Rower, wird zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Tokas bleibt vorläufig auf freiem Fuß. Mr. Tokas hatte das Sorgerecht für die Kinder. Wir machten uns große Sorgen, dass die Kinder zu Schaden kommen könnten. Mr. Tokas wusste, dass er unter Beobachtung stand. Die Medien waren noch in der Nähe. Er wusste, dass er immer beobachtet wurde. So mussten wir einen Plan entwickeln, um Tokas aus dem Haus zu bekommen, ohne dabei ihn und die Kinder zu gefährden. Die Agents wissen, dass Tokas die Presse hasst. Sie warten als Reporter getarnt vor dem Haus, um eine Reaktion von ihm zu provozieren. Wir wollten, dass er rauskommt und mit uns diskutiert. Das tat er meist mit Leuten, die sich vor seinem Haus aufhielten. Der Plan funktionierte. Er kam runter und rief die Polizei. In den Plan eingeweihte Beamte fahren vor. Fred Tokas kommt heraus und will Anzeige erstatten. Was ist denn hier los? Ihre Hände auf den Rücken. Was? Nehmen Sie die Hände auf den Rücken. Sie sind festgenommen. Er wird festgenommen. Sie sind verhaftet. Fred Tokas plädiert in allen Anklagepunkten auf unschuldig. Doch mehrere Bundesgerichtsinstanzen sprechen ihn der Erpressung, Geldwäsche, der Anstiftung zum Mord und des Mordes schuldig. 1997 wird er zu 4-mal lebenslänglich verurteilt, ohne die Möglichkeit der vorzeitigen Entlassung.
Er stellte seine Gier über das Leben seiner Frau und das Wohl seiner Kinder. Dafür wird er nie wieder freikommen.